Hallo, willkommen hier auf meinem Kanal bei ein neues Interview und du kannst dich gerne mal vorstellen. Ich heiße Petra, ja, bin 47 Jahre alt und arbeite in der Windwerkstatt. Ja. Okay, heute habe ich ein paar Fragen über die Werkstätte und über euren Verein und erstmal fangen wir mal an, was für ein Handicap hast du denn? Also, ich habe es nicht geschafft, auf dem freien Arbeitsmarkt zu arbeiten. Da bin ich gescheitert, weil ich mit dem Druck nicht klarkomme draußen. Und deswegen bist du dem in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ja. Wie verhält sich da so oder wie ist der Umgang mit die Kollegen oder deine persönliche Erfahrung oder was soll man da deine Meinung in die Werkstatt denn eigentlich verändern? Also, so ist das in Ordnung mit den Kollegen und ich bin in einer guten Gruppe, also wo ich arbeite. Ich arbeite, mache viel Mechanikarbeiten. Und also dann ist der Umgang eigentlich ganz gut. Überhaupt mit Gruppenleiter und alles ist alles gut. Da kann ich nichts sagen. Okay. Ich habe so einen Verein. Wie nennt sich den Verein nochmal? Ulpedi. Okay. Über den Verein setze ich ja euch ja mit die Linken gemeinsam ein für die Rechte für Menschen mit Behinderung, besonders auch was Thema Werkstätte anbelangt. Kannst du uns da noch etwas drüber erzählen? Es geht darum, dass viele Unverständlichkeiten gibt es, die nicht in Ordnung sind. Also mit den Löhnen und sowas alles. Dass manche Sachen fehlen da irgendwo einfach in der Werkstatt, weil man möchte also anerkannt werden, wie also Anerkennung fehlt ein bisschen. Was genau wollt ihr da denn verändern? Dass man ein bisschen also geschätzt wird, dass die Arbeit mehr geschätzt wird und ne, das ist ja nicht einfach, wir machen ja auch hochwertige Arbeit. Also da möchte man das ja auch anders bewertet haben. Also er lohnt wert, sag Ja. ich mal. So eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung verdient mir so grob gesagt 1,33 € oder 1,50 €. Wie verdienst du da so im Monat, wenn du das gerne mal nennen willst? Also nein, da möchte ich nicht drüber sprechen. Okay, ist natürlich auch kein Ding. Ja. Nur was macht ihr denn mit die Linken gemeinsam oder habt ihr da öfters mal Gespräche über die Werkstatt oder ob man da in Allgemeine was verändern will? Also wir haben, bevor wir am 18. Mai im Asbetera diese Vortrag hatten, hatten wir vorher jeden Monat Besprechungen gehabt. Und danach ist das mit den Besprechungen ein bisschen nachgelassen. Weil es war nicht so, also es war nicht so viel Publikum da, wie wir eigentlich geschätzt hatten, dass da was kommt. Und das war dann ein bisschen ärgerlich, das war nicht so gut. Und seitdem ist das nicht mehr so regelmäßig mit den Gesprächen. Wenn er die Gespräche haben, dann was wird das Ganze denn gesprochen? Nur über die Werkstätte oder auch noch andere Probleme mit Behinderung zum Beispiel? Ja, es werden über die Werkstätten gesprochen. Ja, und Und wie fern oder was genau besprecht sie da denn oder was für Ziele habe ich denn, was man dort verändern soll oder was besser werden soll? also, ja, also dass mehr Anerkennung, mehr geschätzt wird, dass die behinderte Menschen überhaupt mal anders in der Öffentlichkeit anders behandelt werden und sowas. Ja. Ist ja voll ganz meine Meinung. Und ich habe ja da in einem anderen Video von denen gehört, dass die auch das allgemeine Werkstattsystem verändern müsste oder langfristig mit die Abschaffung oder dass man da zumindest mal den Mindestlohn bekommt für seine Arbeit und nicht mehr halt eben unterbezahlt wird. Alles andere ist ja fast, sage ich mal, Ausbeuterei. Oder wie siehst du das?
Das ist wahr mit der Ausbeuterei, es ist irgendwo ein bisschen billige Arbeitskräfte ist man. Man ist ein billiger Arbeitskraft, gute Arbeit leisten, Arbeit und Qualität abgeben, aber Bezahlung. Und so kann es nicht sein. Genau, ist auch mega unfair. Das kann ja auch langfristig gar nicht sein, weil das System für meine Zwecke her komplett veraltet. Und da setze ich auch mit meinem Kanal, mit meiner Reichweite, die ich hier habe, auch gerne für solche Themen ein oder für das Thema auch bekannt zu machen. Unten in die Videobeschreibung seht ihr, wie von das letzte Video, was ich mit den anderen von Ulpil, die gemacht hatte. Findet ihr nochmal alle Links, wo ihr euch informieren könnt. Genauso wie letzte Video, alle Links sind da unten. Darüber gibt es eine WhatsApp-Nummer, die auch hier unten steht. So wird ein Link für eine Gruppe, könnt ihr gerne reingehen. Wenn ihr jetzt hier oben auf das i klicken sollte, kommt es zu einem letzten Video mit der anderen Mann von Opel, die mir ein Interview damals geführt habe. Du kannst dich gerne noch verabschieden. Dann sage ich mal, ja, tschüss. Ich verabschiede mich, tschüss. Ich wünsche euch alle noch ein schönes Wochenende. Okay, bis dann. Ja. Und dann sage ich mal, gibt doch wieder noch ein Like, lasst ein Abo da, falls noch nicht getan. Ja. Und dann sage ich mal, bis dann, Leute, und haut rein. Dankeschön, tschüss.